Alright, willkommen zurück zu Hotline Miami 2. Wir machen ungefähr dort weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir werden wohl vermutlich noch so ein paar Cutscene-Sachen uns mal anhören dürfen. Genau das hier. Mom, I have to head out for a while. Oh, is it something urgent? I was hoping you would give me a bath. I'm feeling a bit cold. Sorry, Mom. I will help you with the bath as soon as I get home, okay? I see. Well, where are you going then? Is it another job interview? I'm sure you will get it this time. Don't get your hopes up, Mom. Finding work ain't easy. You're such a bright young man. You're sure missing out. Don't worry. You will find something eventually. Yeah, well, I gotta go. I will be back as soon as I can, okay? You run along now, dear. You don't want to be late. Don't worry about me. I can take care of myself. Ich sag mal so, ich denke, wir können es in diesem Stream fertig werden, aber es wird knapp. Okay, probieren wir es einfach. You've got one, a new message, beep. Hello, this is Andrew from Package Express Shipping. You've got some goods to deliver at Northeast 144th Street at 8 PM. The shipment may be fragile, so make sure to handle the packages carefully. Don't be late and don't forget to wear your uniform. Click. Alright. Demolition. Da bin ich ja mal sehr gespannt, was auf uns zukommt. So, wie immer. Alright. Oh, da wird natürlich jetzt... Oh boy. Das wird jetzt definitiv interessant. So, und ich denke, ich bin mal gleich so frei und drehe gleich mal eine runter. Weil der Soundtrack dann doch hier so ein bisschen lauter ist. Okay, meine Frage ist, wie wir das Ganze hier angehen sollen, denn hier sind doch sehr viele Gegner. Und vielleicht versucht, diese einzeln anzulocken. Oh boy, das wird selbst hier nicht einfach. Wir müssen irgendwie gucken, ob wir den Dicken nicht irgendwie zu uns ziehen können. Und zwar nur den Dicken. Der Dicke... Goddammit, ja. Okay, also nochmal hier sichergestellt, Fernkampfwaffen, da zählen keine Wurfwaffen zu. Oh, shit. Goddammit. Okay, wir müssen also irgendwie an den rankommen. Nicht den... Immerhin den einen mit der Waffe getroffen, der diesmal eine andere Waffe hatte. Interessant. Okay. Ja, jetzt haben wir geschissen. Oh Gott. Ich bin zweimal drüber gelaufen und habe rechte Maustaste gedrückt und er hat es nicht mitgenommen. Frechheit. Wow. Wie auch immer ich die umgenietet habe, aber... Das ist nicht selbstverständlich bisher. No! Der hat es gerade wirklich geschafft, selbst gegen die Tür zu äumeln. Okay, hier falsche Taste drücken hilft natürlich wirklich nicht. In dieser Situation aus. Das Problem ist wirklich, wenn man diesen Kollegen selbst mit dem Wurfmesser kriegt, dass... Sonst, ich bin mal so frei, ich mach nochmal einen leiser. Denn das ist immer noch laut. Ja, das ist so ein bisschen wie ein Puzzle, definitiv. Das Puzzle heißt, den Dicken irgendwie als letztes triggern und am besten den mit der Waffe hier als ersten. Vor allem, der hat ein Wurfmesser überlebt. Ich meine, ich gehe davon aus, dass er einfach halt nicht mit der Spitzenseite getroffen worden ist, aber trotzdem. No, jetzt ist die Waffe alle. Goddammit. Dorf. Meine, irgendwann... Weißt du was, wir machen das einfach jetzt so lange weiter, bis der Dicke dünn ist und dann wir ihn auf normale Weise umnieten können.
Ich bin davon ausgegangen, dass ich das Messer bereits in der Hand hatte. Dementsprechend stand ich so da und hatte dann mit der rechten Maustaste versucht, die dann so anzugreifen, was natürlich dann in dem Augenblick nur dazu geführt hat. Haben wir es endlich? Na, fast jetzt. Okay, wir haben zwar keine Waffe. Für einen Nahkampf, Fernkampf. Ah, das geht ja noch. Oh. Eine Feuer. Eine Fire Egg, sollte man sagen. Nein! Nicht Doggy. Keine Doggies. Doggies not allowed. Okay, das ist offen. Das ist zu. Das heißt, wir sollten gucken, dass wir eine Pistole nehmen. Und das Schöne ist, wir haben den Dicken damit getroffen. Nice. Das ist wichtig. No, 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 no. Ah, puh, Glück gehabt. Da habe ich mich nämlich ein bisschen Panik bekommen und dann vergessen, dass ich halt das Ganze noch auf den Anvisiermodus hatte. Okay, also da drin sind Schweine viele. Es wäre lustig, wenn wir es hinkriegen könnten, die alle auf einmal irgendwie umzunieten. So, die Frage ist, was ist das da? Okay, hehehe. Nice. Damit haben wir den Raum auch geschafft. Und haben noch genug Waffen herumliegen. Nope, nope, sehr gut. So, der ist leider außerhalb noch. Nice. Dankeschön. Okay. Wow. Gut, damit haben wir jetzt diese Räume noch. Wir haben den einen dicken. Oh boy. Okay, Glück gehabt. Da war mehr Glück als alles andere dahinter. So, wir haben die. Wir haben die beiden. Jetzt fehlt uns nur noch diese beiden hier. Nice. Das war nicht selbstverständlich. Und da denke ich, lief auch einiges besser, als man hätte planen können. Puh. Okay. Hier musst du aber nur gerade durch, genau. Ha. Ja, also, ich denke, das mit am schwierigsten war der Anfang, wo man erstmal an die Waffe rankommen musste. Aber der Rest ging eigentlich. Und da sieht man auch, wir haben nicht allzu viele Punkte bekommen. Ich denke, man hätte mit den meisten Kombos bekommen können in dem einen Raum in der Mitte. Wenn man da mit einer Axt oder ähnliches reingerannt wäre, hätte man vermutlich alle sehr schnell umnieten können, ohne dass sie sich ernsthaft hätten wehren können. Ja, D plus nur. Das war aber zu erwarten. Okay. Wir wissen, wir spielen immer noch so ein bisschen in der Vergangenheit. Denn der Kollege ist ja dann irgendwann, oh boy, im Knast gelandet. Okay. Hui. Hier geht's auf jeden Fall nicht gut. Mal gucken, wo wir sie jetzt hinbringen dürfen. Vermute einfach nur aufs Bett, genau. Mom? Mom, can you hear me? There you are. I must have passed out. I was going to take a bath and then I don't remember what happened. Are you okay? Do you want me to call the doctor? No, please don't. I'm fine, I swear. Just a bit cold and tired. I will be good as new in the morning. Are you sure? You don't look too good. I'm sure. I'd like to get some sleep now, if you don't mind. Ja, ich schätze mal, musst du da den Topfloor in einer Combo clearen. Ja, buha. Sie hat wohl versucht, sich am Bad einzulassen. Also, ja. Denke mal, da ist sie einfach nur zusammengebrochen. Da war bisher noch nicht mehr dahinter. Obwohl, you know,
wenn sich selbst an Sachen danach nicht erinnern kann, kann man natürlich immer so ein bisschen überlegen, ob da nicht sogar mehr passiert ist. You've got one new message. Beep. Hi there, this is Dan from Bush and Flower. We've got some gardening work for you uptown. A nice old house up on Northwest 66th Street. Shouldn't be hard to find. It's pretty straightforward. You will know what to do. Just put your suit on and get going. Click. House call. Da bin ich mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. So, wir haben Doggies, wir haben wieder White Suits. Allgemein ganz kurz mal schnell herumlaufen, einfach so ein bisschen Eindruck bekommen. Okay. Ganz viel Glas. Das heißt also, in der Sekunde, in der ich da reinmarschiere, wird hier wohl die Party losgehen. Sehr schön. Okay, gut. Jetzt muss man wirklich so ein bisschen... Hau, hau, hau. Wow, den ersten hat er mal gepflegt verfehlt. So, wir sollten trotzdem gucken. Und leider kam er jetzt hier nicht mehr raus. Ich soll trotzdem gucken, dass ich die Pistole nochmal anlege. Sweet. Also da ist natürlich ein großer Vorteil von dieser Pistole, dass sie auf größter Entfernung sogar halt... Upsala. Sachen treffen kann. Mir wäre natürlich ganz recht, wenn wir wenigstens so den ein oder anderen so ausschalten könnten, bevor die hier uns irgendwie bemerken. Never mind bezüglich... Keiner kann uns hier mitbekommen. Okay, ich gehe mal wirklich davon aus, dass der Silencer tatsächlich dazu führt, dass wir hier nicht ernsthaft... God damn it. Dachte, ich krieg den. So, ich muss ganz kurz warten und den einfach so umhauen. Denn das ist ein bisschen sicherer. God damn it. Okay, der mit dem. Doggy. Ja, schön. Doggy Nummer 1. Und mit dem mit der Pistole noch. Hau, hau, hau. Immer so einen Schuss zulassen, ist schon leicht riskant. Okay, sweet. Nice, sehr gut. Haha, sehr gut. Dann haben wir gleich so ein paar ausgeschalten. Nice. Hohoho, ho, ho. Achtung, Achtung. Der war schön daneben geballert. Und es ging alles noch in Ordnung. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So. Hier mal so ein bisschen aufpassen. Wollte schon sagen aufpassen, aber da meinte ich den Kollegen, der da aus der Entfernung kam, könnte. Das Gute ist, jetzt hier einfach so warten. Genau, dann kippt er uns nämlich einfach vorher weg. Und das Problem ist, hier ist keiner, der eine Waffe hat, die wir auch fernkampfmäßig nutzen können. Außer der da, der ist mir halt zu weit weg. Ja, schön. Mal so ein bisschen aufpassen. Sweet. Nice, nice, nice. Hinter, hinter, hinter. Come on, angreifen, danke. Aufstehen, draufgehen. Dankeschön. So. Meine Frage ist, ob es hier nicht sogar clever ist, zu versuchen, die einfach so auszuschalten. Gar nicht großartig versuchen, mit Waffen zu arbeiten. Die nur dazu führen würden, dass andere das mitkriegen. Goddammit, der hat gegen die Tür geworfen. Okay, das ging sogar in Ordnung.
Gott, damit werfen wir nicht meine Waffen weg. Okay, sehr schön. Das war zu gierig. Okay, sehr gut. Auch hier wieder. Nice. Okay. Goddammit, ich dachte, ich wäre hinter der Wand sicher. Okay. Ich muss fast zugeben, dass ich mich fast besser fühle. Wie, der hat... Doch, der hat gut. Wollte schon fast sagen, hat der wirklich keinen Schaden genommen? Aber es hatte er, sehr gut. Oh, wow, 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 wow. Cowabunga, das war... ein Ticken zu knapp. Okay, wir haben noch einen mit einer dicken Waffe. Gucken, ob wir den vielleicht irgendwie baiten können. Hohohoho. Ja, gerade so, aber auch gerade. Goddammit. Nope. Na gut. Okay, also ich denke, ich bin so ein bisschen besser geworden, was das Dodgen von diesen Drecksäcken wird. Goddammit. Dachte, ich wäre schon wieder sicher. Von den dicken Drecksäcken betrifft. Goddammit. Dachte, dass ich wirklich gerade mit den dicken das größte Problem. Oh, gerade so. Bereinigt hätte. Aber geht wohl noch lustig weiter. So. Das Schöne ist, wir haben den ausgeschalten. Jetzt brauchen wir nur noch den da. Nice. So, jetzt bin ich aber trotzdem, denke ich, einfach mal so bereit. Und... nice. Okay. Okay, okay. Wir haben noch drei Stück. Die würde ich fast am liebsten eher mit einer normalen Waffe umnähten. Aber das geht natürlich auch so. Ja, sehr gut. Trotzdem mal wieder immer eine gute Waffe mitnehmen. Lebensgefährlich heute, aber das wirkt schon viel sicherer als vorgestern. Mann, ich denke, ich bin eh allgemein sehr aggressiv geworden im Vergleich meines Erachtens zum ersten Teil. Im ersten Teil war... Wozu, da muss ich eigentlich raus. Im ersten Teil meines Erachtens war ich sehr, sehr vorsichtig. Ich habe das Ganze sehr, sehr langsam angegangen. Dementsprechend hatte ich, glaube ich, auch nie irgendwelche Kombos bekommen. Aber hier meines Erachtens läuft es allgemein so ein bisschen flüssiger. So, wir haben ein bisschen Kombos haben wir bekommen. Dementsprechend gehen wir über das Mindest. Und kriegen dafür ein C. Hold on a second, gotta go fetch another notepad. Mit wem auch immer du redest. Er sitzt beim Telefon, oder? Ja. Alright, I'm back, continue. Achso, der telefoniert. So, I'm in there, just waiting for the trial to start. And I can tell you, time moves slow when you're locked up. Just one day I get a visit. Okay, die zeigen also nicht, wie am Endeffekt... gefangen genommen wird. Good afternoon, my lady. Who are you guys? I told you he wouldn't recognize us. Why are you here? Tying up some loose ends. Just a little precaution. Seems like it wasn't really necessary. I'm afraid I don't understand. Oh, we didn't expect you to. While we were here, we might as well say our goodbyes. Goodbyes? Yes, after all, you served us well. But it looks like your time's up now. What are you talking about? You'll figure it out, I'm sure. It was nice seeing you again, but I'm afraid it's time for us to leave. You take care now. Release. So, die solltest du auch beide aus dem ersten Teil kennen. Wobei ihr großer Auftritt nur im Secret Ending war, das du nicht hattest. Wow, so viel zu sollte ich kennen. Say your prayers, asshole! Okay.
Okay, hier wird Zeug auf den Dings geworfen. Hat hier irgendjemand irgendwas, mit dem ich was machen kann? Er hat vor allem auch keine Special-Fähigkeit oder irgend sowas. Ja, und jetzt? Irgendwann charge der einen automatisch, hat man verloren. Ich hab keine Ahnung, was ich machen muss. Hier wird nichts geworfen, was man ernsthaft nehmen kann. Ich habe es irgendwie geschafft, zu überleben. Den ersten Charge. Okay. Da liegt auf einmal eine Waffe. Puh. Wow, okay. Da würde ich jetzt nicht weitergehen. Okay. Yep, hier ist auf einmal der Prison Break. Warum kann ich die nicht umhauen? Ernsthaft, warum haben die... Okay, den haben sie gefangen genommen. Den erschossen. Ah. Okay, also Reach dieser Waffe muss extremst grottig sein. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja, schön. Okay, okay. So. Nice, gut. Kann man dem irgendwie helfen? Nope. Okay. Gut zu wissen. No, goddammit. Huhuhu, okay. Okay, die beiden haben wir jetzt erstmal. Da ist nichts mehr da. Ist einer mit einer Shotgun. Jetzt haben wir hier noch einen weiteren. Nice. Puh, okay. Der war schwer. Der war echt knackig. Ich komme natürlich nicht an meine Shotgun ran. Aha, aha, aha. Er hat den nicht getroffen? What? Kannst du mir auch nicht erzählen. Oha, 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 oha. Das sind mehr Gegner als erwartet. Da einfach in die Masse feuern ist wohl vermutlich nicht die... What the fuck, Game? Ernsthaft, ich habe auf den geschossen. Das ging irgendwie ziemlich daneben. Nope. Okay, sweet. Gott, die Waffe ist ja schrottig. Okay, ist da unten noch jemand? Na, no, sehr gut. Da unten. Sehr gut. Das ist eine Open Area, das ist geschlossen, das heißt, wir sollten gucken, dass wir das irgendwie versuchen, clever umzusetzen. Oh, ernsthaft?
Gott. Natürlich habe ich den ersten Schuss verfehlt. Goddammit. Also da muss ich ab und zu weiterhin zugeben, dass ich Probleme habe, immer jede Stelle gescheit zu treffen. Okay, ich denke, das ist immer noch die beste Taktik, die ich hier am Anfang hinlege. Hohoho. Okay, gut. Ich brauche diese ganzen Nahkampfwaffen nicht. Hi, wow, hi. Okay. Ich hasse es, wenn ich da versuche reinzukommen und dann erstmal meine Waffe gegen die Tür werfe. Wow, ich hab den... Wie habe ich den anderen bitte auch noch bekommen? I don't know. Ja, und hier ist natürlich ganz klar dann der Nachteil der Schrotflinte zu sehen. Dass man halt so eine gewisse Wartezeit dahinter hat. Heißt also, wenn da genug Gegner auf einmal zurennen, passiert ja erstmal nicht viel. Sehr schön. So, okay, sehr schön. Hohoho, gut. So, ich gehe mal von aus, hier unten ist niemand mehr. Sehr gut. Oh boy. Aber auch wieder mehr Glück als Verstand dahinter. Schon wieder? Warum bleibe ich da immer hängen irgendwie? Verstehe es nicht. Okay. Es fällt mir, dass ich die Shotgun so weit hinten... Wow, hi! Gott, die Waffe ist so für den Hintern. Ja. Ja, also hier muss man schon fast sagen, das ist fast ein Fehler gewesen, eine Shotgun mitzunehmen. Weil es die mitgenaueste Waffe ist, die ich aktuell haben kann. Goddammit. Ja, hier war zum Beispiel schon scheiße, dass ich halt nicht beide hier drin umnieten konnte. Vor allem, wo ist meine Shotgun hin? Ah, da oben, wow. Dass auf einmal so viele angelaufen kamen, das hätte ich auch nicht gedacht. Oh boy, den ersten Schuss gleich mal gepflegt verzielt, super. Großes Kino. Und hier muss ich jetzt warten, bis die durchdrehen. Wieder so eine Stelle, die echt nicht einfach ist. Da habe ich auch gebraucht. Ja, also. Das ist nicht selbstverständlich, gerade hier. Das ist vor allem nicht selbstverständlich, wenn man halt schon wieder einen Schuss verballert. Manchmal ist es echt beeindruckend, wie die an den Schüssen einfach vorbeirennen.
Okay, das lief schon mal einen Ticken besser. No. Okay, was habe ich jetzt hier? Ich glaube, ich habe irgendein Schlagdingensbummens. Das ist leer, okay. Warum ist da unten auf einmal einer mit einer Shotgun? I have no idea. Okay. No. Manchmal ist es doch gar nicht mal so dumm. Einfach nur versuchen, die mit Nahkampfwaffen umzunieten. Also mittlerweile muss ich auch schon wieder fast zugeben, dass ich hier den Vorteil an Nahkampfwaffen extremst sehen kann. Wow, 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 wow. Arsch. Sehr gut. Für den Rest werde ich dann trotzdem, denke ich, jetzt ja, also no! Das sah so gut aus. Das sah für so lange so gut aus. Hi, komm. Ah, yes. Hallo Voodoo-Tech, schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, wir setzen jetzt hier schon so einen kleinen Ticken länger an dieser Sache. Okay, den brauche ich gar nicht anlocken, der kommt von alleine. Der nächste ebenfalls. Sehr schön. Komm an. Dankeschön. Okay, da oben haben wir wieder einen. Guten Tag. So, keine Gnade für niemanden. Der wurde von der Tür getroffen. Vorne von der. Wow, shit, 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 ich hab den nicht wahrgenommen. Eieieiei. Okay, gut. Na, los, weg, weg, weg. Der war, Ticken zu knapp. Okay, da war ich zu aggressiv. Steht in der Kaffeeküche, deswegen hat er die Reflexe, ja. So in etwa. Ich stehe hier einfach. Ach so, und das ist so eine Art. So wie er die. Ja, es sieht aus, als würde der mit Nunchucks um sich schlagen. Come on, guys. It's party time. Okay, Glück gehabt. Okay, gut. Da hatte ich mir wirklich gehofft, dass ich den einfach mit einem Wurf ausschalte. Aber das passiert mir zu häufig, dass diese Würfe einfach nichts tun. Oder nicht schnell genug was tun, sagen wir es so rum. Okay, der eine ist nur umgekippt. Ja, genau. Komm an, der andere mit der Shotgun. Hohoho. War so ein bisschen glücklich dabei. Also mittlerweile hasse ich ja Türen schon. Ja, es ist vermutlich ein ganz normaler Polizei-Baton. Come on, guys. Ich finde es nur trotzdem lustig, dass er nach jedem Schlag halt die Seite wechselt. Aber vielleicht ist das tatsächlich so, wie man diese Waffe benutzen muss. Ah, ja, no idea. Kommst du her? Sehr schön. So, ihr auch bitte mit einem Schlagstückchen. Sehr schön.
gut. Ich spiele das zwar definitiv alles jetzt hier gerade so ein Ticken zu langsam, schon fast für meinen Geschmack. So, und... keine Lust mehr. Oh hey, da ist einer auf dem Klo, wusste ich auch nicht. Gute Nacht. Get changed, ohoho. Okay, jetzt haben wir natürlich eine interessante Situation. Oh, jetzt gehen wir vor allem... Wir wechseln unsere Klamotten, um dann bei denen einzu... What? Das ist natürlich auch eine Entscheidung. Okay, das haben wir erstmal soweit. Da haben wir einen, der eklig... Oh, hi, den habe ich gar nicht mitbekommen. Okay, gut. Jetzt haben wir hier, da, da... 6 Stück also insgesamt noch. Gucken, ob wir das irgendwie gescheit hinbekommen. Heavy Metal! Habe ich jetzt gerade... Okay. So, ich denke, das haben wir jetzt gerade wieder relativ schnell gelöst. Ja, da kann man die so nicht anlocken. Okay, also die sind extrem zügig. Oh, ho, ho, unterwegs. Wer darf mich jetzt gerade schossen? Das muss ja aus der Richtung gekommen sein. I have no idea. Okay. Problem ist erneut. Problem ist der mit der Pistole. Natürlich müssen wir eigentlich fast gucken, dass wir hier irgendwie schnell reinkommen. No! God damn it! Lustige ist, dass diese Waffe eigentlich schon fast eine richtig gute Entscheidung ist. Bis man dann von irgendjemandem anderen umgenietet wird. Okay. Jetzt wundere ich, was der da hat. Das sieht aus wie eine Zahnbürste. Lustig ist, dass die Richtung fast die mit bessere ist. Können vielleicht versuchen, den wieder durch die... Nice, sehr gut. Muss jetzt hier noch clever anstellen. Nice, sehr gut. Erneut. So, wieder Shotgun auswählen. Ich bin da immer noch ein bisschen... vorsichtiger, wenn es das betrifft. Oh, und wir haben den Dicky. Okay. Das war eine Tür. Okay, das war eh doof. Ah ja, besiegt mich einfach, wenn ich halt noch nicht mal hinkriege, die ganz simplen Schüsse für die hinzubekommen. Wir haben hier die Runner. Guten Tag, don't mind me. Du mind me. Vor allem, der hat mich doch eigentlich sehen müssen. Ja. What? Das Spiel. Deswegen ist auch hier meines Erachtens ganz wichtig, dass man sich die... Oh boy, okay. Also da auch wieder hier ganz fies, weil der Kollege einfach wo komplett anders war. Als in dem Versuch davor. Ich meine, zugeben, einfach je nachdem, wie viel Zeit man sich lässt, kann sowas natürlich ganz einfach passieren. Ich habe geworfen. Kann das natürlich ganz schnell passieren. Also manchmal verstehe ich gewisse Logiken. Okay, das war dumm. Gewisse Logiken nicht, denn ich hatte zum Beispiel hier die Waffe geworfen und die Waffe wurde dann definitiv nicht geworfen. Ich denke jetzt nicht mit irgendwelchen Shanks um mich werfen. Okay, wo? Der mit der Pistole ist zum Beispiel jetzt da oben irgendwo festgehalten worden.
Nacht. Guten Tag. Okay. Wir haben jetzt hier den Dicken. Das heißt, für den wollen wir definitiv die Shotgun haben. Wir müssen versuchen, den auch so auszuschalten. Nice. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir da hinten doch nochmal so einige. Oh, okay. Der hat auf einmal dann doch eine Pistole. Bei denen, wo man nicht weiß, was sie haben, ist das immer ein Problem. Nice, sehr gut. Oh, Escape. Machen wir mal. Und zwar sind wir jetzt wieder am Anfang, lustigerweise. Und über welchen Weg dürfen wir jetzt hier raus? Unten? Oh, jetzt sind wir wieder hier. Okay. Da geht's nicht lang. Ich soll mal wirklich zum Anfang zurück? Da noch. Ach so, jetzt dürfen wir hier lang. We've got this. We're evacuating. So get yourself out of here. Okay. Okay. Ist natürlich lustig, dass wir diesen Weg nicht... Achso, am Anfang konnten wir den Weg nicht nehmen, weil wir die Uniform nicht hatten. Wo die Frage dann trotzdem wieder ist, warum man dann nicht einfach hätte zurücklaufen können, aber... Vielleicht wollte man sicherstellen, dass keine anderen Leute irgendwie sagen könnten, wir sind, you know, in Wirklichkeit keiner, der für die Sicherheit gearbeitet hat. 21 Minuten, das war schon einiges. After that, well, there's not a whole lot more to tell, really. If I may ask, where did you go after you escaped? I guess I might as well tell you, I went to Hawaii. You see, that's why I need you to get me a plane ticket. It's not for me, it's for my mother. I'm really worried about her, she can't take care of herself. I was hoping you could get her to come here. I understand, I'm gonna have to check my bank account. I will get the money for it one way or another, okay? Wouldn't be right otherwise. I don't think you understand how much of a help you have been. Okay. Dear Evan, I haven't heard from you in a while. I miss you. The kids miss you too. I think we can still make this work. But I can't live with a man who puts his job before his family. I still love you. You know I do. I hope you love me too. Please call me when you read this. Sharon. Und jetzt hast du die Wahl mit Evan. Also wir könnten also entweder anrufen oder weitermachen. Also wir könnten arbeiten oder wir könnten anrufen. Okay, das ist also die Wahl und der Schattenmensch hier gerade spricht. Keine Ahnung, ich wollte mit dem eigentlich immer die richtige Route wählen. Mal gucken, was für Auswirkungen das hat. Catastrophe! Mit Act 6, was der letzte Act sein soll, vermute ich mal. Er versucht es dem Delay passend anzupassen. Nice. Ja, stimmt. Da ist ja immer noch ein gewisser Delay dahinter. Nicht schlecht. You wanted to see me, boss? Yeah, we've got things to do tonight. Like what? You know, the strip club on 77th? It's opening up tomorrow. So? The Colombians, they own the place. They are having an opening party tonight, VIPs only. How did you find out? How do you think? They invited me. Bring your guns. We're gonna make sure they have a fun party. You want to start a war with the Colombians? Is that really a good idea? They've got a lot more people than we do. After my father died, they went in and stole our territory, our business. You think I'm just gonna let that slide? Is this really a good idea? A good time for it? There's not going to be a better time. While we wait, they keep expanding. Now, who's the boss here? You or me? You got any more objections? You're the boss. I do whatever you tell me to. Alright then, let's go. Oh, ich spiel jetzt der Boss. Ich wenigstens die Waffen hier mitnehmen, wie angeworfen. Act 6 Catastrophe Ferry. Ich wollte schon anmerken, dass es leider mit dem C und nicht mit dem K geschrieben worden ist. Aber muss ich... Ich meine, darf man vielleicht jetzt noch nicht beurteilen, denn wir haben bisher noch nicht gesehen, ob hier Fire vorkommt oder nicht. So, jetzt fahren wir vermutlich mit dem Wagen hier. Yes! So... Bitte fragt mich jetzt nicht, was die Beschreibung da unten sagen soll, denn ich kann es nicht lesen. Eodiat?
Und das ist die einzige Sache, die wir haben mit Dodge Roll. Oh, der kommt mit einem Schwert. Oh, der Hinter hat eine Waffe. Schön, schön, dass man das so überhaupt nicht sehen konnte. Okay, auf jeden Fall haben wir jetzt hier scheinbar eine neue Gegnerart bekommen. Oh, cool. Da hinten war nochmal einer. Okay. Nope. Da steht Bodyguard. Ernsthaft? Ich hab das O so überhaupt nicht lesen können. Das B konnte ich lesen. Und ich konnte den auch wieder gerade so überhaupt nicht treffen. Sonst nicht. Ich will eigentlich beim Schwert behalten. Come on. God damn it. Also das ist zum Beispiel so ein Skill, den ich... What? Willst du mir sagen, dass dein Dinky-Messer da besser ist als mein Genji-Katana? Kannst du mich erzählen. Hui. Die Rolle ist so nutzlos. Gibt bestimmt Leute, die damit umgehen können, aber für mich ist es einfach... Sieht das so Star Wars-Kid-mäßig aus. You know? Man versucht so ganz cool dazustehen und in der Zwischenzeit gucken die einfach nur zu, bis du deine Rolle beendet hast, nur um dich dann umzunieten. Okay, sweet. Es ist immer der Hintere, der mit den Monsterreflexen. Nicht mit mir. Aha, nach 600 Versuchen. Okay, sehr schön. Jetzt haben wir hier die zwei dort. Der eine, der auf der Tanzfläche ist. Der eine mit der Shotgun. Wo ich nicht sagen kann, okay, das ist nicht der gleiche Raum. Doch, es ist der gleiche Raum. Cool. Also da muss ich ganz ehrlich zugeben, die Farben machen mir Probleme. Zwar keine Farbschwäche oder ähnliches. You know? Da ist diese kleine Kabuchte. Durch diese kleine Kabuchte kann ich nicht mit meinem Messer schlagen oder Katana, aber der Typ kann durchschießen. Oder mich zumindest treffen, sagen wir es so. Ernsthaft. Ich brauche den Dragon Swift, wie auch immer, wie von Genji genannt wird, wo er dann wirklich einfach von einem Gegner zum nächsten geht. Und warum kann ich keine Kugeln reflektieren? Come on. Rolle, Rolle, Rolle. Drauf geht der Tolle. Goddammit, also. Das ist schon ein grauenhafter Anfang bisher. Ernsthaft, das ist so eine Mission, wo man eigentlich denkt, man könnte hier super mit dem Schwert ab. Also irgendwie ist das Schwert merkwürdig. Genau. Schwert gegen verdammtes Messer. Schwert verliert. Ich bleib immer an dieser einen Ecke hängen. Immer. Das ist ja... Es ist schon traurig. Jetzt haben wir zum Beispiel hier nur einen, weil der andere meint jetzt da hoch zu latschen. Sweet! Yes! So, das ist ne... Das ist echt nicht einfach zu sehen, dass das angeblich was sein soll, weil das fiese ist, wir hatten nämlich hier einen mit der Shotgun, der ist nämlich dann dagegen geeiert. Ach, super. Der versteckt sich da in dem Gebüsch. Das Level ist furchtbar. Also ich weiß wirklich nicht, wie man das... Okay, ja, der meint. Also da finde ich es interessant, wenn Leute das wirklich super aggressiv spielen können. Ich denke, ich bin schon relativ aggressiv. Aber in der Sekunde, in der eine Schusswaffe mir entgegenkommt, ich keine Chance. Überhaupt keine. Und der war super blind. Kommst du auch noch her? Dankeschön. Ich muss mir eigentlich schon fast trotzdem überlegen,
das Ganze jetzt hier auszutauschen. Ja. Das lief bei Weitem besser. The Sun ist leider nicht der beste Charakter, er ist langsam mit Melee-Waffen als alle anderen. Das erklärt so einiges. Oh Gott, drei Bereiche, wow. Lassen Sie es mal nach hinten gehen. Oh, sweet baby Jesus. Hier sieht man ganz klar, das Spiel hatte gedacht, oh ja, cool. Der Kollege mit dem Schwert. Und auf einmal stellt sich raus, Moment mal, der Typ mit dem Schwert wird vermutlich nichts gegen Dicke anrichten können. Und dementsprechend mussten sie da so eine Shotgun platzieren, weil die Leute vermutlich, genau, mit dem Schwert weitergemacht haben. Oh, great. Okay, hier sind jetzt so einige. So gerne ich wirklich... War die Tür schon immer da? War da überhaupt keine Tür? Das machen sie immer so, wenn die Dicken im Raum vor Elefanten sind, können sie immer mit einer Schusswaffe bekommen. Ja klar, aber trotzdem, so die Situation so zu machen, ist trotzdem meines Erachtens leicht merkwürdig. Meine Frage ist, ob ich das so herausfordere. Yes, I do! Okay, gut, der eine ist da unten irgendwie noch einmal rumeiern. Achso, das ist der. Also ich finde es furchtbar, wenn die sich hinter irgendwelchen Blumentöpfen verstecken können. Oder innen in dem Fall. Okay, komm, steh auf, dankeschön. Wow, den Hund zu sehen. Good luck. Boah. Also... Manchmal kann ich wirklich nicht verstehen, warum so gewisse Attacken so überhaupt nicht gefühlt treffen. Genau, ich renne da halt mit meinem Gigantoschwert da rein. Aber manchmal würde ich ganz gerne das Ding einfach nur werfen, weil ich gefühlt damit mehr Distanz zurücklegen kann. Okay, also ich denke, man sieht jetzt hier gerade schon so ein bisschen, dass ich sehr aggressiv das Ganze spiele, was nicht unbedingt sein muss. Okay, den Dicken muss ich ganz kurz ziehen lassen. Das kann man sogar relativ lustig so spielen. Okay. Da sind so viele hier, wow. Vor allem das Lustige, an den kommt man nicht ran. Der ist in dem Raum gefangen, what? Hallo, Spiel. Guckt mich aus. Shit, jetzt habe ich die Waffe darüber geworfen. Doofe Doggy. Puh, Glück gehabt. No, ich komm. Oh, Gott sei Dank. Komm noch irgendwie an mein Schwert ran. Also ich bleib dabei, das ist wirklich furchtbar, wenn die irgendwann wirklich anfangen zu wandern und man auf einmal nicht mehr mit denen rechnen kann, wo die sein könnten. Okay. Wo ich einfach nicht mehr weiß. Weil ich kann nachvollziehen, wenn jemand mit einem Katana auf ihn zuläuft und hat eine Shotgun, dann ist man in einer besseren Situation, aber manchmal ist es so fies. Aber man denkt, man ist gut dabei. Nur um dann zu realisieren, dass man es nicht ist. Okay, sweet. Jetzt haben wir da oben einen wieder mit einer Shotgun. Tee. Okay. Gut. Ja, den hier muss ich mit der Shotgun so... Wow, 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 wow. Cool. Wow. Also ich denke, das größte Problem mit diesem Level für mich ist einfach, dass man zum Teil gewisse Gegner nicht sehen kann. Gerade wenn man auf diesen komplett schwarzen Boden
Den getroffen sogar, wow. Nice. So. Okay. Warum auch immer ich jetzt hier das Schwert kurz meinte nicht zu nehmen. Irgendwie mussten sie ja die Schwierigkeitsgrad für den letzten großen Akt nochmal anziehen. Ja, so in etwa. Okay, da waren sie zu weit auseinander. Das hätte ich eigentlich vorher schon realisieren müssen. Auf einmal kamen sie da alle aus den Löchern. Wow. Okay, also so kann man das meines Erachtens mit am besten machen. Wo ich hier ganz schnell versuchen, das Ganze so umzusetzen. Achtung, Hund. Der Hund ist von 0 auf 100 in wenigen Sekunden auf mich losgesprungen. Naja, kommt ja alle nur. Meine Kuh, definitiv. Können wir mir mal richtige Waffen geben? No, goddammit, wo ist mein Katana? Da ist mein Katana. Das ist nicht mein Katana, das ist nicht mein Katana, das ist mein Katana. Danke. Oh boy. Mein lieber Kollege, hey. Mhm. So, Doggy ist gerade da drin. Doggy, kommst jetzt mal raus, damit ich dich umschießen kann. Dankeschön. Goddammit, Mann. Ernsthaft, dieses Level ist nur furchtbar. Ja, hier war wichtig, den zu werfen, weil ich zu weit weg war. Okay, damit habe ich aber eine Shotgun. Ich glaube, ich habe dem einfach nur sein Bein weggefetzt. Wow. God fucking damn it! Warum ist auf einmal da unten ein Hund? Wie noch nie so eine Route laufen sehen. Dass da von unten so ein scheiß Hund an mir rankam. Also man muss hier wirklich einfach hingehen und blind feuern und hoffen, dass... Oh, da ist auch wieder ein Hund. Man muss einfach hoffen, dass diese Sachen jetzt da einfach auf einmal eben nicht Probleme machen. Okay, gut. Jetzt haben wir hier nochmal zwei. Meine Fresse. Und natürlich nicht so die Waffe hier zurücklassen. Hat war nicht einfach. Alles, was irgendwo wie dunkler war, war so überhaupt nicht zu sehen zum Teil. Ja, an dem Punkt würde ich einfach Kugeln jeden Langgang runterschicken. Ja. Das ist mit das Beste, was man machen kann. Gerade wenn die sich dann in irgendwelchen Pötten verstecken oder einfach allgemein aus dem Blickwinkel sind. Das ist die beste Möglichkeit, diese Level zu schaffen. B-minus, immerhin. Hoho, okay, jetzt kriegen wir die Dirty Hands.